Hallo zusammen, herzlich willkommen und frohe Weihnachten euch. Ja, wir spielen wieder eine Runde Horse Riding Tales. Die Folge wird jetzt heute ein bisschen kürzer werden, weil ich in anderthalb Stunden schon wieder am Weihnachtstisch sitzen muss. Ich nehme gerade am Morgen, am ersten Weihnachtsfeiertag auf. Aber ich habe mir überlegt, dass ich das Projekt einfach mal noch irgendwie so an ein, zwei, drei Tagen die Woche weiterhin bringe. Was mir jetzt dann doch noch ganz gut gefallen hat. Ich habe gestern noch ein kleines bisschen hier gefarmt für Werkzeuge. Und immerhin das Werkzeug für die Baumwolle konnte ich schon aufwerten. Ich bekomme jetzt keine zwei Baumwolle mehr raus, sondern vier Baumwolle. Das mag jetzt erstmal nicht nach einer großartigen Steigerung klingen, aber das ist tatsächlich schon sehr, sehr angenehm. Da macht man sich gar nicht so unbedingt Gedanken drum. Wie angenehm das doch ist, wenn man das kann. Ja, man kann sein Pferd wohl auch irgendwie umbenennen, apropos können. Das hat mir Fabi gestern erzählt, aber das kostet tatsächlich Geld. Und mir fällt gerade noch was ein, was ich euch zeigen wollte, bevor wir jetzt gleich weitermachen. Denn ich habe jetzt die Möglichkeit gefunden, hier im Spiel die Sichtweite zu erhöhen und die Grafik einzustellen. Ich war das nur für ein Handyspiel tatsächlich überhaupt nicht gewohnt, dass man da so die Grafik noch umstellen kann. Ist ja aber möglich und dann sieht das Ganze auch gleich viel besser aus und lässt sich angehen, dem mehr spielen, weil man halt auch wirklich mal so ein bisschen in die Ferne sehen kann. Muss man aber leider bei jedem Spielstart neu eingeben, das wird noch nicht gespeichert. Dafür geht man hier auf die Settings und dann die Einstellungen und dann seht ihr das, es ist auf Low und auf einer View Distance von 25 eingestellt. Wir gehen jetzt auf die maximale Grafik und ja, jetzt brauchst du erstmal kurz, um umzustellen. Und auf die maximale View Distance von 70 in dem Fall. Und schaut euch das mal an. Jetzt können wir auch hier bis zum Stall gucken. Es ist gleich optisch alles viel. Ja, es sieht viel, viel schärfer aus. So von den Umrissen und so weiter und so fort. Ach, guck mal hier. Holz können wir auch noch mitnehmen. Ich habe es nämlich bislang noch nicht geschafft, meine Pickhacke hier für Holz und für Eisen aufzuwerten. Dafür habe ich einfach von beidem noch zu wenig. Nun müsste ich mich auch heute nochmal um die Pferde kümmern. Das heißt, ich bräuchte auch noch für andere Sachen Holz. Müssen wir mal gucken. Hier, was könnten wir machen? So, die für Katten, also die für Baumwolle ist jetzt hier schon raus. Weil wir die ja schon gebastelt haben. Ihr seht, ich habe sowieso noch viel zu wenig. Wir sollten dann definitiv eher hiervon welche machen. Und auch noch einiges an Heu. Ja, dann habe ich nämlich schon wieder ganz wenig Holz. Also es ist tatsächlich, finde ich persönlich, ziemlich wichtig, dass man seine Werkzeuge aufarbeitet. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich kümmere mich jetzt mal nur um mein Schimmeltierchen. Es ist ja den anderen gegenüber auch unfair. Ich bin auch mal überlegen, ob ich das zweite verkaufe, weil es ja auch ein Schimmel ist. Wenn auch mit schwarzer Mähne. So, den Hufen geht es ja auch wieder super. Warum brauche ich denn jetzt hier drei pro Stück? Das ist ja krass. Das ist ja richtig krass. Ja, okay. Was haben wir denn heute als Aufgabe? Oder was haben wir momentan hier als Aufgabe? Complete all with one star. Halt, stopp. Nein, 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 nein. So. So, dann lass uns doch hier mal gucken. Horse Academy Show. Sind das die alle hier oben? Das hier haben wir auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen. Oh, ich sollte vielleicht auch auf mein Schimmeltierchen umstellen. Dann gucken wir doch mal. Oha, ja, da habe ich die Stange runtergebutzt. Da hätte ich viel, viel mehr drücken müssen. Jetzt kommen auch mal höhere Hindernisse. Da habe ich jetzt auch schon mal gelesen, dass man vielleicht hier in manchen Fällen eher die kleineren durchreitet, wenn die Energie noch nicht ganz reicht, die Ausdauer, damit man die höheren schafft, weil die höheren mehr Punkte bringen. Und das habe ich jetzt natürlich prompt versaut und ich habe noch eins gerissen. Das kann kein guter Parcours gewesen sein. Ich hoffe mal, ich habe genug Geld, es nochmal zu versuchen. Weil hier habe ich nämlich gar keinen Stern bekommen.
Reicht es noch oder reicht es genau? Das reicht, glaube ich, genau nicht, oder? 385, no. Hab's nicht mehr. Ja. Außerdem geht's meinem Pferd gerade so ein bisschen bescheiden. Es ist unhappy. Von einem Turnier willst du mich verarschen? Von einer einzigen Prüfung? Also ganz ehrlich, wie levelt man das Pferd eigentlich? Wie läuft das ab? So, the horse is clean. Ja, wir können noch einmal die Hufe sauber machen. Und das war's dann aber auch. Jetzt ist es immerhin schon mal wieder neutral. Ja. Dann können wir heute noch mal ein bisschen Material farmen. Ich hoffe, das wird nicht zu trocken für euch dann. Guck mal, da hinten ist ein bisschen Holz. Das ist halt echt... Ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich so gut es geht meine Werkzeuge aufgebessert bekomme. Weil das... Ja, ich brauche halt wirklich so viel Material. Das wird mit weiterem Level, wird das mit Sicherheit leichter werden. Ich denke mit Sicherheit, dass dann auch andere Pferde noch weitere, also noch mehr Material brauchen vielleicht. Dass ich dann keine drei Heu bzw. Stroh mehr einstreuen muss, sondern dass ich dann vielleicht sechsmal einstreuen muss. Das kann natürlich auch sein. Könnte ich mir... Warum lag ein gesatteltes Pferd am Boden? Könnte ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. So, aber dann kann man wenigstens hier so seine Anfangspferde, ne? Die kann man dann wenigstens schon mal ein bisschen besser versorgen. Es geht dann schneller, auf jeden Fall. So. Ich werde das heute noch nicht machen. Man kann ja 3 Tage kostenlos VIP werden. Man hat ja 3 Tage gratis. Und das werde ich, denke ich mal, austesten, was einem das bringt. Oh, stopp, da kann ich nicht absteigen. Ich stehe zu dicht neben dem Baumstumpf. Das möchte ich auf jeden Fall mal wissen, was einem das bringt. Dann hat man ja zum Beispiel auch die Stallhilfe. Sollte sich also rein theoretisch ein bisschen Material sparen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es so wäre. So, die Baumwolle da hinten, die werde ich jetzt gleich nicht mehr abbauen. Wir kümmern uns jetzt hier noch um diese 3x Holz. Und dann werde ich mich nämlich für heute schon verabschieden. Dann haben wir jetzt leider nur das Turnier nicht geschafft. Aber ja, wie gesagt, ich plane einfach jetzt mal ein, dass ich das Projekt noch so 2-3 Mal die Woche reinnehme. Mal nach ein bisschen spielen. Hat es, oder jetzt auch mit dem Optionen hochstellen, hat es doch einiges. Na, guck mal, da ist der Appaloosa, haben wir gestern gesehen, dass das die nächst seltenere Stufe ist. Haben wir gestern gesehen, dass, was wollte ich sagen? Ach nee, sehen wir mit dem Grafischen, dass man das hochstellen kann, finde ich es jetzt doch auch deutlich angenehmer zu spielen. Also ich persönlich, muss sagen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und das möchte ich dann doch auch mal testen. Dieses Plopp, das ist übrigens das Geräusch vom ersten Sims. Fabi hat mir übrigens noch erzählt, dass es wohl so ist, dass wenn man ein Pferd einmal gefangen hat, dass man dann keine Edelsteine mehr für bezahlen muss, dass man das dann auch kaufen kann für Gold. Das ist natürlich gut. So kann man sich die schweineteuren Pferde auch erarbeiten. Die sind mit Sicherheit super, super selten. Gehe ich ganz stark von aus. Aber es ist ja überhaupt schon mal cool, dass es diese Möglichkeit gibt. Das gibt für mich auf jeden Fall mal wieder einen positiven Eindruck fürs Spiel. Dass man hier also auch durchaus das ein oder andere erreichen kann, ohne jetzt so mega viel echtes Geld reinzustecken. Man ist ja durchaus ab und an mal gewillt, auch solche Spiele zu unterstützen, wenn sie einem wirklich gut gefallen. Die müssen es ja auch irgendwo von programmieren. Ich bin halt nur mal mega abgeschreckt, wenn man von so riesengroßen Beträgen erschlagen wird und tendiere dann auch oft wirklich dazu, dass ich dann eben das Spiel links liegen lasse, deinstalliere und einfach gar nicht mehr weiterspiele. Deswegen finde ich das ganz gut, dass der jetzt einfach noch ein bisschen
mehr an Möglichkeiten haben, sag ich mal. Obwohl, wir haben ja gar nicht mehr Möglichkeiten, ne? Aber ich würde ganz gerne, ich würde ganz gerne hier auch mal weiter wegzoomen können in dieser Ansicht. Kann ich aber, glaube ich, nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber naja. So, ich würde mich dann nämlich für heute von euch verabschieden, damit ich es pünktlich wieder an den Mittagstisch am Weihnachten schaffe. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann mal gucken, wann ich die nächste Folge bringe. Ich denke, ich werde mich die Woche mal hinsetzen, gucken, wann ich welches Projekt dann zeige und dann poste ich im Community-Bereich mal einen Uploadplan. Also dann, macht's gut und bis dahin. Tschüss!